herzlich willkommen bei unserem Frühstückstalk hier auf OE24 TV. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Katie, Morgen. Darf ich dich heute begrüßen? Du Morgen. Hast für uns deine neue Single mitgebracht. Genau. I am rich oder nur rich, rich heißt genau, sie. Genau, rich heißt sie. So, jetzt muss ich dich erstmal fragen, du bist ja wirklich noch jung, ja? Ja. Darf ich doch mal so sagen? Du schaust auf jeden Fall sehr jung aus. wie lange machst du denn überhaupt schon Musik? Musik mache ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Also von der Erstkommunion an kann ich mich das erste Mal erinnern. Aber so wirklich auf Ernst jetzt mit KT mache ich es seit 2016. Ist meine erste Single rausgekommen und seitdem arbeite ich kontinuierlich. Ja. Toll, darin, okay. Genau. Also das heißt, du bist alleine? Du bist jetzt nicht in der Band? Oder ja, also ich bin ja Solo-Act, aber ich habe natürlich schon eine Band, die mich begleitet, wenn ich dann auf der Bühne stehe. Mhm. Guck mal, da sehen wir auch schon ein paar Bildchen. Ja. Das ist mein neues Video eben. Dein neues Video. Und ja, genau, wir schauen mal gleich rein. Also da kriegt man gleich richtig gute Laune. Der perfekte Morgensong auf jeden Fall. I am rich. Jetzt müsste ich gleich mal fragen, was meinst du jetzt genau mit ich bin reich? Reich an Kohle mäßig oder nein, reich nicht. An... Nein? Genau, nein, das war eben die, ich hatte mit Freunden so ein Gespräch und da haben wir eben festgestellt, wie leicht man auf so Facebook-Ads und sowas reinfällt und dass dann vorgegaukelt wird, was man alles braucht, um glücklich zu sein und im Endeffekt gibt es trotzdem Menschen, die gehen am Abend ins Bett und haben diese innere Leere, die sie nicht füllen können und so ist das eben entstanden, dass ich mir gedacht habe, rich ist man eigentlich nur dann, wenn man Gespräche hat mit Freunden, Erfahrungen, Erlebnisse, die man hat. Das sind die Dinge, die einen wirklich reich machen. Ich finde es ja ganz cool, dass du das jetzt gerade sagst, weil momentan ist ja wirklich so der Status, okay, ich brauche einen tollen Instagram-Account, Facebook und dies und das. Hauptsache, ich bin irgendwie toll zu sehen, aber innerlich, wie schaut es da aus? Eben. Und immer nur das Äußerliche. Ne? Und das wirst du jetzt eben sagen, hey Leute, was ist eigentlich da wieder los? Ja. Und vor allem auch Freundschaften und das ist ja auch alles total... Eben auch die Ups und Downs, also erst wenn es dann schlecht gegangen ist, schätzt man auch wieder, wenn es gut geht. Ich denke, irgendwie diese Balance oder diese Erlebnisse, die man hat, machen einen einfach rich. Mhm. Apropos Social Media, wie schaut es da bei dir aus? Facebook, Instagram hast du natürlich. Alles da, ja. Alles parat. Und da legst du aber trotzdem auch Wert drauf, dass du da die Leute schon informierst. Das gehört ja mittlerweile. Es ist einfach ein wichtiges Tool, wenn man in der Öffentlichkeit steht oder wenn man was präsentieren möchte, dann ist es schon ein super Tool. Aber ich schaue schon, dass ich so eine gewisse Balance finde, dass ich nicht ständig abhänge auf dem Handy. Aber ja, natürlich. Genau. Wo hast du denn das Video gedreht? Das ist im F23, im 23. Bezirk, so eine Fabrikhalle. Okay. Da haben wir das gedreht, genau. Da ist so eine Wohnung drin reingebaut und so eine Halle, genau. Haben wir das also gemacht. Mir gefällt der Song auf jeden Fall sehr, sehr Dankeschön. Gut. Du hast auch echt eine tolle Stimme, muss man wirklich mal sagen. Ist bei dir jetzt was geplant, tourmäßig, eventmäßig? Kann man dich irgendwo sehen? Gibt es ein paar Auftritte? Wir fahren jetzt Ende August nach London. Also wenn jemand nach London kommen möchte, dann spielen wir ein paar Konzerte und ein paar Sachen gibt es dann noch im September, Oktober, alles auf meiner Webpage zu sehen. Dann. Okay, und Album? Ist schon was geplant? Wir arbeiten kontinuierlich am Album, aber wir arbeiten jetzt mal eher so auf Single für Single. Und die nächste soll schon, wenn alles gut geht, im Oktober rauskommen. Okay, also in London sind es ja auch momentan super Temperaturen, also da lohnt es sich auf jeden Fall hinzugehen. Ja. Ist bei dir irgendwas geplant apropos Sommer oder ist gerade zu viel Stress für Urlaub? Nein, ich komme gerade vom Urlaub. Oh, bin gestern zurückgekommen aus Kroatien. Ah ja, auch schön. Genau. Sehr schön. Ich war jetzt einmal in Kroatien, muss sagen, eine tolle Küstenlandschaft dort. Das Wasser ist ja auch echt, echt herrlich. Also muss man wirklich sagen, wo kann man denn deinen Song oder die Single downloaden? Steht das überall in allen Portalen bereit? Überall. Spotify, auf, wie heißt denn das alles? Spotify, alles, Amazon. Wo man genau, Amazon, Apple Music, Tidal, Deezer, überall. Überall, also Sie haben es gehört, überall steht deine Single zum Download bereit. Genau, jetzt muss ich ganz kurz noch fragen, was machst du denn sonst noch so? Gibt es ein paar Hobbys, für die du dich interessierst oder hast du wirklich nur Singen im Fokus? Ich habe nur Singen im Kopf. Nur Singen im Kopf? Nein, also ich lese auch gern, aber eigentlich ist wirklich mein ganzer Tagesablauf dreht sich eigentlich schon wirklich sehr, sehr viel um Songwriting. Über welches Thema schreibe ich als nächstes, mit wem schreibe ich als nächstes und so weiter. Also das heißt, dreht sich alles nur um hast Musik. Hast du jetzt die Single auch selbst geschrieben oder sind schon die Texte dann geschrieben, von dir? Ja, genau. Also wir haben im Songwriting-Team dieses Mal zu dritt geschrieben. Genau.
Okay. Ich schreibe meine für unsere Zuschauer, wie lange dauert das denn ungefähr, so eine Single von Anfang bis Ende, bis sie dann wirklich zu kaufen ist? Ja, wie lange dauert diese Zeitspanne? Ja, das ist schon ein sehr, sehr langer Prozess. Also das Schreiben an sich geht meistens schnell. Das haben wir in einem Tag erledigt. Also die Melodie oft dauert, der Text noch länger. Ich bin selber beim Texten tue ich mir ein bisschen schwer, also brauche ich immer ein bisschen länger. Aber bis das Ganze dann aufgenommen ist, gemischt, gemastert, das kann schon bei uns zumindest so um die 3 Monate schon noch dauern, bis wirklich alles fertig ist. Mit Musikvideo schon inbegriffen? Ja. 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 Circa Richtwert 3 Monate. Okay. Und dann wollte ich dich noch fragen, wie ist das? Jetzt hast du die Single, vielleicht planst du in einem Album. Jetzt schulmäßig bist du da raus? Also kannst du dich komplett jetzt aufs Singen konzentrieren oder machst du nebenbei noch ein Studium? Ich mache nur Musik. Nur Musik. Genau. Also perfekt. Dann wünschen wir dir von OE24TV natürlich nur das Beste. Dankeschön. Ganz, 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 ganz viele tolle Auftritte und ein tolles Publikum. Aber ich denke, das haben wir natürlich für dich schon parat. Wir kommen nun zu unserem Aufreger des Tages.